EDR Sommergespräche. Heute Daniela Sommer, Dr. Daniela Sommer. Hallo Daniela, geht's dir gut? Mir geht's gut, hallo. Noch, ich habe noch keine Fragen gestellt. Genau, so ist es. Ja, ein bisschen zu dir. Du bist Landtagsabgeordnete für die SPD. Du bist hier in der Kommunalpolitik, in der Stadtverordnetenversammlung von Frankenberg. Du hast viel in Richtung Soziales gemacht nach deinem Abitur, auch das Studium in diese Richtung. Und warst unter anderem auch hier in Frankenberg als Projektleiterin für das Modellprojekt Familienstadt tätig. Hast 2014 zum Thema Lernen, Organisation durch Zertifizierung promoviert, also ellenlanger Titel. Schwerpunkt Vereinbarkeit von Familie, Beruf, natürlich ein Corona-Thema mit Homeoffice und so weiter. Ja, und seit 2014 in große Fußstapfen getreten, nämlich von Reinhard Kahl, der lange, lange hier den Landkreis in Wiesbaden für die SPD vertreten hat. Soweit alles richtig? Soweit alles richtig. Gut, was du vom Reinhard Kahl, man soll ja nicht immer, man soll dich zwar am Vorgänger messen, aber nicht immer alles übernehmen. Was du übernommen hast, das sind ja die Sommertouren, ne? Genau. Die Reinhard Kahl irgendwann mal eingeführt hat und die inzwischen ganz viele der Abgeordneten hier im Landkreis und inzwischen auch in Hessen übernommen haben. So also ist es. Das ist das Denkmal, das sich Reinhard Kahl gesetzt hat. Ne? Ja, Reinhard Kahl war ja 30 Jahre im Landtag und ich glaube, er hat bestimmt 25 Sommertouren gemacht und das ist eine ganz tolle Aktion, die mal neben der normalen Politik in Anführungsstrichen einfach Menschen zusammenbringt unter einem bestimmten Motto, um den Landkreis zu erkunden. Ja. Also wir sagen ja immer, wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Als junger Mensch, du hast gerade erzählt, ich habe hier Familienstadt mit Zukunft umsetzen und realisieren dürfen und damals waren wir ja ein Modellprojekt in Frankenberg und es kamen ganz viele von außerhalb, die gucken wollten, was macht denn die Stadt Frankenberg? Ja. Und die kamen dann immer hierher und da war ich ja noch viel jünger und die haben dann immer gesagt, oh, habt ihr eine tolle Altstadt? Und das von außen zu hören, wie schön wir es hier haben, öffnet nochmal den Blick dafür, wie wertvoll eigentlich unsere tolle Region ist und was wir alles zu bieten haben. Also von daher finde ich das, was Reinhard Kahl etabliert hat, ist wirklich toll. Das mache ich gerne dieses Jahr unter dem Motto Kirchen und Klöster in Waldeck-Frankenberg und ich freue mich schon sehr darauf, auch wenn wir natürlich nach wie vor Hygiene und Abstandsregelungen beachten müssen, damit wir Corona-konform das gut über die Bühne bringen. Nun haben Kirchen und Klöster den Vorteil, dass man sie einmal von außen umrunden kann. Da ist also eine geringe Ansteckungsgefahr nach den Aerosolforschern. Wir haben ja einen der namhaftesten hier in Gemünden. Den Dr. Scheuch und innen sind sie oft auch sehr groß. Also es gibt kleine anheimelnde Kapellen, aber kommen wir vielleicht später nochmal zu. Vielleicht als erstes, die SPD leidet. Die leidet schon seit ein Niedersachse-Bundeskanzler war und man nimmt ihr vieles nicht mehr ab. Na, das ist einmal, ist natürlich gut gemeint, ist nicht gut gemacht, Hartz IV. Und da muss man dazu sagen, alle, die jetzt so großartig rumtrönen, haben ja mitgestimmt, ob CDU oder FDP, Grünen sowieso, die waren in der Koalition, aber es spaltet so ein bisschen die Gesellschaft. Und unterm Strich hat es im Staat auch nicht viel gespart. Ich glaube, der normale Sozialhilfeempfänger hätte 12 Euro weniger in der Tasche als der Hartz-IV-Empfänger. Und aus diesem Tief hat sich die SPD, auch die Landespolitik oder zum Teil die Kommunalpolitik, gar nicht richtig erholt. Ne? Das stimmt. Also da wird ganz viel nachgetragen und man sieht gar nicht, welche guten Inhalte und neuen Projekte, neuen Maßnahmen die SPD auf
kommunaler, Landes- und auch Bundesebene angestrebt hat. Also es gibt ja ganz viele Sachen. Also ich möchte nur daran erinnern, jetzt ist es die Christine Lambrecht, die die Familienpolitik vertritt. Vorher war es die Franziska Giffey. Die haben ja ganz, ganz viele tolle Projekte bzw. Maßnahmen umgesetzt oder auch unter Andrea Nahles noch als Arbeitsministerin, jetzt Hubertus Heil, ganz viele tolle Sachen angegangen, ob es die Grundrente ist oder andere Sachen, von denen die Menschen profitieren. Aber es wird halt ganz viel... Also unter Andrea Nahles sind die prekären Arbeitsverhältnisse ja nicht wesentlich besser geworden und die Leiharbeit da auch nicht besser mal weggekommen. Also das ist, glaube ich, das Problem, dass man als Juniorpartner in einer Bundesregierung natürlich immer schlecht seine Verdienste darstellen kann, weil der Seniorpartner sagt, ja, aber wir haben das ja mitgetragen und wir haben die Mehrheit. Ne? Im Landtag ist es natürlich ein bisschen anders. Ja. Es wäre anders gelaufen. Das, was Bodo Ramelow in Thüringen hat, hätte man in Hessen also ein paar Jahre früher haben können. Mit Andrea Ypsilanti, das Modell Rot-Rot-Grün. Da waren es die eigenen Genossen, die Fußangeln für Frau Ypsilanti ausgelegt haben. Auf der anderen Seite ist natürlich Opposition in Corona-Zeiten auch ganz schön, man kann so richtig draufhauen. Ne? Naja, als Opposition sind wir schon diejenigen, die genau hinschauen, was macht die Landesregierung und können auch Hinweise geben, hoffen natürlich, dass das ein oder andere dann auch umgesetzt wird. Aber in der Opposition kann man eben nicht so gestalten, wie wenn man an der Regierung ist. Das ist natürlich schon ein Manko. Also wir würden halt vieles anders umsetzen als die jetzige Landesregierung. Aber du hast schon recht, wir hatten eine Möglichkeit mit einer tollen Frau damals an der Spitze, der Andrea Ypsilanti, die einfach eine ganz, ganz authentische Person ist und die Menschen begeistert und mitgerissen hat. Und das wäre wirklich eine ganz tolle Chance gewesen. Aber sie ist halt so, wie wir uns das gewünscht haben, nicht zustande gekommen. Und nichtsdestotrotz setzen wir aber im Landtag unsere sozialdemokratische Politik um, beziehungsweise durch Initiativen, Anträge, Gesetze versuchen wir das ein oder andere, ja, zumindest die Weichen zu stellen. Der Pickel am Hintern der Landesregierung zu sein. Ja, man muss unangenehm sein manchmal. Ja, das ist so. Also wir, wenn es sich wehtut, dann merkt man es. Genau, du hast ja gerade Corona angesprochen. Ja. Also ich kann mich an viele Ausschusssitzungen, jetzt gerade im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss, wo ja die Gesundheitspolitik auch ein Teil von ist, saßen wir manchmal bis nach Mitternacht in den Ausschüssen, also über 8 Stunden lang oder noch länger, um über Maßnahmen zu diskutieren und wie der richtige Weg ist. Beispielsweise habe ich auch immer wieder mitgeteilt, wir haben einen Dr. Gerhard Scheuch hier in Hessen. Bitte nehmt doch Kontakt mit ihm auf. Das war schon letztes Jahr im Mai und bis heute ist da wenig passiert. Gut, dabei da ist generell wenig passiert. Ja, manchen Dingen. Man hängt natürlich die Digitalisierung extrem hoch, was aber überhaupt nichts bringt, wenn die Schulen digitalisiert sind auf den Dörfern. Die Brieftaube noch unterwegs ist. Ne? Ja. Also das ist dann nicht ganz so einfach. Ne? Genau. Homeoffice, Homeschooling, das sind alles so Dinge, die hier auf dem Land zum Teil nicht ganz so einfach sind wie in einer Großstadt. Auch wenn wir gerade bei Schulen sind. Der Landkreis als Schulträger hat ja sehr schnell die Wirkung von Lüftungen bestritten, hat sich da auf das Bundesamt für Risikobewertung und Umweltgedönsel da berufen. Inzwischen hat der Bund also etliche Milliarden oder Millionen bereitgestellt, die kaum abgerufen werden für sowas. In 3 Wochen fängt die Schule wieder an. Es hat sich ja nichts seit Beginn der Corona-Pandemie nichts wirklich Wesentliches geändert in den Schulen. Ne?
Ja, Schulpolitik ist ja Landespolitik und du hast recht, von Bundesebene gab es immer den Hinweis, das ist nicht so wichtig. Und auch der Kultusminister Lorz sagt momentan, wichtig ist das Lüften, das seien nicht nur die Geräte. Aber wenn man sich die Aerosolforscher anhört, sagen die nicht das eine oder das andere, sondern beides zusammen. Und deswegen hätten wir uns schon gewünscht, dass die Landesregierung da mehr Fahrt drauf gibt und dann auch im Prinzip das ermöglicht, beziehungsweise Druck auch dann nochmal auf die Gemeinden und Kommunen aussendet und das Go gibt. Wir als Landesregierung sagen, das sind die Maßnahmen, die jetzt umzusetzen sind und dass das dann auch in der Fläche ankommt. Und das ist halt nicht so. Also manche Landkreise haben das ja schon gemacht, manche fangen langsam an. Wir haben hier eine große Firma, die Lüftungsanlagen verlost und gespendet hat. Ja, es braucht ja noch nicht mal die großen, sondern ja, die Aerosolforscher sagen ja sogar, schon kleinere reichen aus. Das kommt drauf an, wie sind, gibt es Fenster, gibt es keine Fenster? Also von daher. Naja, du warst ja selber auf der Edertal-Schule. Ja. Ich kenne die Schule ja nun auch, weil ich da in der fünften paar Klassen rumgesessen habe. Und wenn man da in der Geismarer Straße sitzt und alle 20 Minuten das Fenster aufreißt, dann kann man den Unterricht auch lassen. Weil das ist eine vielbefahrene Straße. Ja, also Ortenbergschule von unten, von oben der Lärm und die Burgwaldschule ist auch nicht viel besser. Also wenn wir die Frankenberger Schule machen mit dem Lüften, eine tolle Geschichte, nur wenn der Unterricht permanent gestört wird, dann kriegt man ja auch keinen Lernfluss und auch die Schülerinnen und Schüler haben ja nun irgendwo dauernd müssen sie neu ansetzen und man greift den letzten Faden wieder auf und dann ist wieder 10 Minuten rum. Das kann ja wohl nicht sein, ne? Also, ja. Da ist aber auch der Schulträger gefordert, du sitzt ja auch im Kreistag. Natürlich, da ist aber auch jetzt beschlossen, dass da mehr getan werden soll, damit Schulen besser ausgerüstet werden. Ja, nur wir hatten 2 Jahre Zeit. Naja, was heißt 2 Jahre? Du hast ja selber eben erzählt, es gab von Bundesebene aus eben andere Empfehlungen und darauf hat sich jeder berufen. Ja, weil er das Geld sparen wollte. Na, ich weiß es nicht. Ich sage halt, man hätte von Anfang an besser auf die Aerosolforscher hören sollen. Naja, eben. Weil das Virus wird durch Aerosole übertragen. Aber das hätte Geld gekostet, ne? Genau. Ja. Aber wenn ich mir angucke, was das für Jugendliche und für Kinder bedeutet oder wie belastend die Corona-Situation war. Es gibt ja die COSPI-Studie, die zeigt, dass 30% der Kinder und Jugendlichen gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind, 60 eben nicht. Und ich als gesundheitspolitische Sprecherin habe ich auch immer Kontakt zu der Psychotherapeutenkammer und die haben mir mitgeteilt, 60% mehr Anfragen gehen an Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, weil der Bedarf einfach so groß ist und so gewachsen ist und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal hingucken, dass nicht nur in der Schule jetzt was getan werden muss, sondern dass wir Jugendliche und Kinder gut auch im außerschulischen Bereich begleiten. Liegt natürlich auch daran, dass die Vereinsarbeit am Boden lag, wo viele Kinder und Jugendliche dann nochmal einen zusätzlichen Ausgleich hatten. Alles das findet ja nicht mehr statt. Aber Kommunalpolitik, schönes Thema. Die SPD ist auch im Kreis Juniorpartner. Mittlerweile ja, leider. Ja, gut. Da gab es natürlich bei vielen so ein bisschen Irritationen und hat dann auch die Trotzreaktion der Grünen, FDP, FEG rausgeholt, einen zweiten Landratskandidaten hinzustellen, was grundsätzlich erstmal gut ist. Eine Wahl ist immer gut, wenn man 2 Kandidaten hat. Nachdem der jetzige Landrat schon relativ früh den Finger gehoben hat, da hat noch gar keiner gefragt, da hat er schon gesagt, ich will aber nochmal. Der Unterbezirk hat es dann auch so abgenickt. Wäre es nicht die Zeit, dass man da auch vielleicht aus den Mitgliedern heraus sich Gedanken macht, ob man eine Frau an die Spitze des Landkreises stellt oder als Bürgermeisterin zum Beispiel? Haben wir ja im Kreis überhaupt nicht.
Also wir hatten ja... Wir haben ja noch nicht mal eine Stadtvorsteherin irgendwo oder Ortsvorsteherin. Doch, hatten wir in Korbach. Ja, hatten wir. Ja, genau. Nein, also ich glaube, das ist tatsächlich ein Manko, dass zu wenig Frauen... Also wir haben in der SPD-Kreistagsfraktion tatsächlich jetzt die Parität. Also ja, wir sind gleich aufgestellt und das funktioniert auch gut. Aber... wir hatten in den letzten Jahren Bürgermeisterkandidatinnen. Das war einmal die Sina Best in Lichtenfels, die einen tollen Wahlkampf gemacht hat und wo es auch eigentlich so aussah, dass alles klappen könnte. Und dann hat es leider doch nicht geklappt. Und wer sich daran erinnert, ich war auch mal Bürgermeisterkandidatin. Richtig. Und zwar hier in Frankenberg. Und ich glaube, die Zeit war damals noch nicht reif. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass wir ein konservativer Landkreis sind, aber wenn man sich zum Beispiel den Lohnatlas von Hessen anschaut, dann sieht man, dass die Frauen beispielsweise in Waldeck-Frankenberg die größte Lohnlücke haben und das wenigste verdienen. Und da muss man sich einfach mal darüber Gedanken machen, woran das liegt. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir demnächst mehr hauptamtliche Bürgermeisterinnen haben werden. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen daran arbeiten. Und wir haben eben schon mal über Corona gesprochen. Corona hat tatsächlich die Rollen, sage ich mal, die es schon früher gab. Also man ist wieder so ein bisschen rückschrittig geworden. Mhm. Wer hat... es tut mir leid. Kein Problem. Frauen im Kreis. Jetzt sind wir natürlich, wir haben gute Industrie, aber nicht übermäßig. Das macht natürlich auch tolle, innovative Industrie, die zum Teil Weltmarktführer sind, große und kleine Unternehmen. Aber hauptsächlich haben wir ja nun oder leben vom Tourismus. Und das ist natürlich ein Punkt, wo der 450-Euro-Job oder das geringe Gehalt gerade für weibliche Kräfte doch kräftig zu Buche schlägt. Auf der anderen Seite, ich kann keiner Restaurantfachfrau den Lohn eines IT-Fachmanns zahlen, den sie vielleicht bräuchte, weil dann kann sich keiner mehr die Tasse Kaffee leisten, ne? Ja, obwohl wir ja schon auf Bundes- und Landesebene für faire Löhne kämpfen und für eine angemessene Entlohnung, egal in welchem Bereich und gerade die sozialen Berufe oder auch das, was du genannt hast, ob es Tourismus oder Einzelhandel ist, da muss man einfach nochmal genau hingucken, wie sieht es denn da aus. Und das sind ja auch diejenigen, die in der Corona-Pandemie tatsächlich am meisten belastet waren. Ja. Wäre das nicht so zum Beispiel ein Thema, meine... Die Hauptklientel der guten alten Tante SPD, die Arbeiter gibt es ja in der Menge nicht mehr. Und auch die Gewerkschaften sind inzwischen ziemlich opportunistisch geworden. Die Macht der Betriebsräte ist in vielen, man macht zwar tolle Aktionen, aber wenn die Firma zugemacht wird, wird sie zugemacht. Und die Globalisierung zeigt ja, Investoren kommen heute aus aller Welt, die interessieren sich für das deutsche Betriebsverfassungsgesetz relativ wenig. Wäre es dann nicht an der Zeit, dass man mal drüber nachdenkt, die 450-Euro-Jobs auf 600 Euro anzuheben und mit einem geringen Satz zumindest sozialversicherungspflichtig zu machen? Der Arbeitgeber führt zwar pauschal ab für 450 Euro und es wird inzwischen ja auch auf die Altersrente zumindest ein bisschen angerechnet, aber für die Krankenversicherung bringt es gar nichts, weil wenn die Leute dann entlassen werden und fallen in Hartz IV, dann haben die auf einmal keine Krankenversicherung und müssen sich also teuer irgendwo erstmal versichern in die PKV, weil in die Gesetze hier kommt man nicht so ohne weiteres. Das ist so ein großer Mangel, ne? Auch vom Hartz IV her. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir Verfechter von mehr sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sind. Das können wir aber nicht alleine stemmen, sondern dafür braucht es eben auch die Unternehmen. Und ich finde, die 450-Euro-Jobs waren ja eigentlich mal
eine gute Idee. Sie sollten ja eigentlich die Menschen versuchen, dann wieder in feste Arbeitsverhältnisse, in Vollzeitarbeitsverhältnisse reinzubringen. Das hat jetzt natürlich nicht so geklappt, wie man sich vorgestellt hat. Deswegen muss man da natürlich schon die Weichen nochmal anders stellen. In erster Linie sind ja 450-Euro-Jobs Steuersparmodell für besser verdienende Ehemänner. Ja, ist doch so. Ja, so kann man das natürlich auch bewerten. Nein, aber sicherlich gibt es die ein oder den anderen, der gerne einen 450-Euro-Job auch macht, weil er das noch nebenbei macht. Also deswegen finde ich, muss man da nochmal ganz genau hingucken, welche Konstrukte gibt es und wo muss man aber genau den Menschen, wo wir immer gesagt haben, die brauchen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, wie kann man denen aus diesem Minijob quasi raushelfen, damit sie später auch von dem, was sie mal erarbeitet haben, leben können. Aber du hast ja auch Zugriff auf die Bundespolitiker, die entsprechend da agieren. Da ist zum Beispiel für mich immer die Frage, in Deutschland gibt es die Lohnsteuerklasse 6. Also wenn ich zwei Lohnsteuerkarten habe, dann ist die, gerade die Holländer, alle anderen haben das schon längst abgeschafft. Man kann so viele Lohnsteuerkarten haben, wie man will, immer mit der gleichen Steuerklasse und abgerechnet wird am Ende des Jahres. Warum macht man das nicht in Deutschland? Ich meine, wenn die alleinerziehende Mutter morgens irgendwo putzt und nachmittags, weil es eine gute Kinderbetreuung gibt, auch über die Kindertagespflege, die wir im Kreis sehr gut aufgebaut haben, dann vielleicht noch mal 3 Stunden in einem Café kellnert, dann hat sie 2 Lohnsteuerkarten vielleicht und die zweite ist für die Füße, weil mit Lohnsteuerklasse 6 kann sie das, was sie morgens verdient hat, abends beim Finanzamt abliefern. Ja, da hast du recht. Also ich werde mir auf jeden Fall mal das holländische Modell anschauen. Das kannte ich bislang nicht. Und werde dann mal meine Kollegen aus dem Bundestag fragen, was sie denn davon halten. Also die Holländer haben vor Jahren das eben aus den Gründen, ist ja nicht nur so, dass Deutschland mal der kranke Mann Europas war, sondern vielen anderen Ländern auch, gesagt haben, es ist egal. Dem Einzigen, dem man verpflichtet ist, ist das Finanzamt und wenn man einen Hauptjob hat, seinem Arbeitgeber, darf ich den Job noch machen, den Nebenjob. Ja? Und man verdient eigentlich dann auf normales Geld, versteuert das normal und am Jahresende muss ich halt beim Lohnsteuerjahresausgleich sehen, ob ich noch was zurückzahlen muss oder was bekomme. Ja. Aber es sind auf jeden Fall Krankenversicherungen, Sozialversicherungen, die da reinfließen. Mhm. Das ist ja genauso wie das Geld, da hat die SPD auch nie was gegen gesagt. Als es noch Zeiten gab, wo Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Gratifikationen bezahlt wurden, das hat man stillschweigend eingesackt. Aber der es bezahlt hat, der Steuer drauf bezahlt hat, Sozialversicherung und Krankenversicherung drauf bezahlt hat, dem ist das nicht auf die Butterseite gefallen. Ne? Ja, das waren 17 Milliarden mal eine Zeit lang. Ne? Mit der Tabaksteuer zusammen könnt ihr rauchen, schimpfen, ihr wollt, war das der Etat der Bundeswehr. Ja, nichtsdestotrotz gibt es auch ein bisschen Kommunalpolitik, in der du verhaftet bist. Und gerade heute kam wieder die Pressemitteilung des Ortsvereins Frankenberg. Das Sommerlochthema in Frankenberg. Ta-ta-ta-ta, was haben wir? Pfingstmarkt. Genau. Ja, da hat sich die SPD, aber auch du, in einem relativ schnell positioniert, dass man den Antrag der Koalition hier im Frankenberger Stadtparlament, CDU-Grüne, nicht sehr erheiternd fand. Ich habe andere Stimmen gehört von Parteien, die in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind. Man hätte es eigentlich lieber gesehen, entweder den Antrag gar nicht durchgehen zu lassen und wenn schon, dann bevor man da den Magistrat mit belästigt, es in den Haupt- und Finanzausschuss zu geben. Aber das ist mit den Mehrheiten wohl immer gescheitert. Nun muss man ja selber sagen, wenn es was zu verbessern gibt, dann sollte man das machen. Aber da hätte die
Witzigerweise muss ich dazu sagen, die Grünen halten sich im Moment da ganz raus. Es ist eigentlich immer nur die CDU, die da was sagt. Und auch die anderen Parteien halten sich vornehm zurück und sagen, macht ihr mal. Hätte man, bevor man diesen Antrag stellt, nicht vielleicht mal seitens der CDU Grünen in sich gehen sollen und konkret sagen sollen, wenn wir etwas verbessern wollen, dann hätten wir gern die und die Punkte. Ich meine, das Festzelt attraktiver machen, das ist so knallhart schwammig formuliert. Was heißt denn das? Herzchenluftballons oder Rod Stewart für den Arm verpflichten oder Gott weiß was, muss ja auch bezahlt werden. Da hätte man ja konkret mal was sagen müssen, oder? Definitiv, und vor allen Dingen hätte man vielleicht mal vorher mit dem Veranstaltungsbüro Kontakt aufnehmen können, weil ich glaube, das Veranstaltungsbüro versucht schon viel Neues, Innovatives oder auch das, was gewünscht wird, darauf einzugehen. Ich habe die Familie Wag noch nie so wahrgenommen, dass sie sagen, nee, das wollen wir aber nicht, sondern im Gegenteil, die haben den Frankenberger Pfingstmarkt zu dem gemacht, was er ist. Und die haben auch Interesse daran, dass der Pfingstmarkt weiterhin attraktiv bleibt. Und wenn da Leute Ideen dazu haben, glaube ich, sind diese Ideen willkommen. Und ich finde es sehr schade, gerade in dieser Zeit. Und das muss ich einfach nochmal als Sprecherin für Wissenschaft und Kunst sagen. Also ich hatte mit vielen Schaustellern in den letzten anderthalb, zwei Jahren Kontakt, weil es einfach eine Branche ist, die von jetzt auf gleich keine Einnahmen mehr generieren konnten, die riesen Gerätschaften haben, die teilweise geleast sind oder wo Kredite laufen, die abbezahlt werden müssen. Das geht einfach nicht ohne Einnahmen. Und in einer solchen Zeit einen solchen Antrag zu stellen, ohne die Lebenswirklichkeiten der Menschen, die es betrifft, zu berücksichtigen, also fand ich einfach unfassbar. Und ich kam leider zu spät. Die Debatte habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich habe nur dann mitbekommen in der Stadtverordnetenversammlung, weil wir hatten Plenum an diesem Tag und dann musste ich erstmal von Wiesbaden zur Stadtverordnetenversammlung fahren. Also ich konnte es nicht verstehen und mein Puls war wirklich auf 180, weil, ja. Also was ich in dieser ganzen Debatte vermisse, heute in der Pressemitteilung hat der Ortsvereinsvorsitzende, der Hendrik Klinge, mal anklingen lassen, dass die Familie Wagner ist ja nicht der Veranstalter, sondern der Veranstalter ist der Magistrat der Stadt Frankenberg, und die Familie Wagner ist die verlängerte Werkbank. Also es gibt Verträge. Bitte? Genau. Und jeder Vertrag, der von einem Beschicker mit dem Veranstaltungsbüro gemacht wird, muss dem Magistrat vorgelegt werden und wird vom Magistrat abgenickt oder auch abgelehnt. So, da hätte die CDU doch mal ihren ersten Stadtrat fragen können oder ein paar andere CDU-Mitglieder, wie es läuft. Ja, mit Sicherheit, zumal die Stadt... warum man Verträge ablehnt, ist natürlich, Magistratssitzungen sind vertraulich oder geheim, aber es gibt ja nichts Geheimeres oder Öffentlicheres wie geheime Sitzungen. Ja, zumal die Stadträte ja in Vertretung vom Bürgermeister, wenn er nicht da war, egal ob der CDU-Stadtrat oder der Stadtrat der Grünen, solche Verträge auch schon unterzeichnet haben. Ja. Das heißt, die wissen ganz genau, oder müssten zumindest wissen, was vertraglich festgehalten ist. Ja, also dann verstehe ich den Antrag immer weniger, muss ich ehrlich sagen, weil es war ja alles bekannt. Genau. Gut, man hätte natürlich die Frage, was bleibt beim Veranstaltungsbüro Wagner hängen? Ist natürlich ähnlich wie bei einmal sind Vertragsangelegenheiten eigentlich geheim oder vertraulich. Das müsste die CDU ja am besten wissen, hat ja Minister, die über Jahre sich darauf bezieht und Steuermilliarden versenkt haben. Die letzten waren Masken, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann wird die Stadt verordnet, wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, dann werden die Stadtverordneten vergattert und dann ist das vertraulich und dann kann man da reingucken.
Wobei die Gefahr ist, dass das natürlich nicht vertraulich bleibt, weil Frankenberg ist ein Dorf. Ne? Und, also ich kann nur sagen, dass ich in der letzten Zeit so viele Ansprachen von Bürgerinnen und Bürgern auch hatten, die das auch nicht verstehen, die zufrieden sind mit dem Pfingstmarkt, die sich auf den nächsten Pfingstmarkt freuen und die einfach auch sagen, dafür haben sie kein Verständnis. Und gerade, es wurde ja ein Aspekt auch genannt, den Pfingstmarkt nachhaltiger zu machen. Und ich glaube einfach, das sind ja jetzt neue Themen, vor denen verschließt sich, glaube ich, niemand. Nein. Sondern die können wir einfach zusammen angehen. Deswegen hätte man vielleicht auch sagen können, wir machen einen runden Tisch oder wir machen ein Gespräch mit dem Herrn Wagner oder mit dem Veranstaltungsbüro Wagner. Aber so einen Antrag zu machen, das hat natürlich schon mal eine andere Dimension. Naja, dann hätte man das Gespräch ja mit dem Magistrat und dem Veranstalter, also einmal, man muss das Gespräch ja mit dem Veranstalter suchen. Wie gesagt, jeder Veranstalter oder jede verlängerte Werkbank macht das, was ihm der Auftraggeber sagt. Ich meine, das ist halt so. Das ist auch in der Industrie und der Wirtschaft so üblich, make or buy. Und wenn ich mir überlegt habe, dass ich das kaufen will, dann kriegt der das für mich macht, klare Ansagen. Und das hat er zu liefern. Und so läuft das ja eigentlich. Ja. Ist sicherlich richtig, dass man auch den Eder-Ufer-Park oder was nachdenkt, drüber mit einzubinden. Nur das ist eine Frage der Sicherheit. Ne? Wir haben ja seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin, das haben wir hier in der Europäade gesehen, das sieht man auch bei anderen Festen, sehr ausführlich. Immer Sicherheitskonzepte, die mit Polizei und Ordnungsamt und wem alle abgesprochen werden. Der Pfingstmarkt ist relativ einfach abzusichern durch seine Insellage. Macht man das an der Eder-Uferstraße, ist das Konzept hinfällig. Ne? Man müsste die Eder-Uferstraße sperren, komplett. Naja, die Frage ist ja, was macht man da? Man könnte ja drüber nachdenken, ob das so ein Ausläufer des Pfingstmarktes ist, wo man nochmal ein Eis bekommen kann oder ein paar Süßigkeiten oder eine Bratwurst bis zum Auto. Und ich sage eine Imbissbude, damit auch Frankenberger Gastronomen zum Zug kommen. Ja, die Gastronomen, die sich dort gemeldet haben und auch ihre Bewerbungsunterlagen, so wie jeder andere Schausteller abgegeben haben, haben laut des Veranstaltungsbüros auch immer einen Platz auf dem Pfingstmarkt bekommen. Naja, der letzte Bewerber in der Gastronomie ist aber im Magistrat abgelehnt worden und nicht vom Veranstaltungsbüro. Das mag auch sein. Auf jeden Fall kann ich mir das Eder-Ufer schon vorstellen. Natürlich muss es ein Sicherheitskonzept geben, das muss es aber ohnehin geben, weil gerade das Eder-Ufer-Gelände ja jetzt der Hauptzubringer auch zum Pfingstmarkt nach wie vor sein wird. Ja. Und das natürlich jetzt anders gestaltet ist als die ganzen letzten Jahre. Von daher bin ich da sehr gespannt. Aber sicherlich kann man darüber noch mal sprechen und nachdenken, wie kann man das ausgestalten. Nichtsdestotrotz gehen wir mal weg vom Pfingstmarkt. Ja. Wir hatten eigentlich vor, uns heute unten an der Nymphe zu treffen. Genau. Aber das Wetter war anderer Meinung. Und Daniela Sommer ist sehr vorsichtig, wollte also auch nicht in den Café gehen. kann man nachvollziehen. Wie geht man eigentlich mit Impfverweigerern um? Man wird ja auch als Landtagsabgeordnete, haben wir ja heute, wie jeder Politiker, Politikerin, ob Kommune, ob Land oder Kreis, steht man ja immer einmal unter Beobachtung, zweitens natürlich immer unter Beschuss und ich möchte also, man wird gemobbt, man wird beschimpft, es gibt Hassgespräche, die teilweise also unterste sexuelle Schublade sind, gerade bei weiblichen Abgeordneten und so weiter. Wie geht man damit um? Also, du hast ja nach den Impfverweigerern gefragt. Also wir sind jetzt nicht für eine Impfpflicht. Wir sind gegen eine Impfpflicht. Jeder soll schon selbst entscheiden können, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Wir sind auch gegen Geschenke. Und trotzdem sage ich, man muss natürlich... Aber eine Bratwurst hätte ich auch genommen zum Impfen, so ist das nicht. Genau. Andere Länder machen es vor, wie es gehen kann. Also in Tel Aviv beispielsweise, da werden
ganz bestimmte Menschen, also Schichten, angesprochen. Die werden zum Essen eingeladen und als Nachtisch gibt es quasi die Impfung. Genau. Oder in Sachsen hat man schon ganz früh gesagt, wir machen das offene Impfen. Das, was jetzt ab gestern bei uns auch möglich ist. Ich glaube einfach, da gibt es so eine Schwelle. Manchmal geht es ja einfach nur darum, einen Termin vereinbaren zu müssen und dann auch hingehen zu müssen. Ich glaube, man muss die Impfung mehr an die Lebensrealität der Menschen anpassen. Ja, aber du hast ja sehr, sehr früh schon gesagt, das Land Hessen soll mal sagen, wie es am September mit den Impfzentren. Nun sind die Impfzentren waren am Anfang sicherlich wichtig und richtig, aber inzwischen sind es teure Monster, die viel Geld kosten. Ist es da nicht, ich sag mal, ich bin etwas erfahrener wie du an Jahren. Ich kenne noch die Zeiten, wo die Pockenimpfung durch die Dörfer getingelt ist, die Polioimpfung auf die Dörfer kam, in die Schulen. Genau so. Und eben auch einmal im Jahr der TBC-Röntgenwagen, dass man jetzt das Konzept ändert und sagt, pass mal auf. Am Mittwoch, den 4. August, stehen wir am Dorfgemeinschaftshaus in Schreufer. Mhm. Personalausweis, Schutzmaske, Impfpass mitbringen und dann machen wir das. Genau, also aufsuchendes Impfen, egal ob über die mobilen Impfteams oder Impfbus oder was auch immer. Da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man ausschöpfen könnte. Beispielsweise haben wir etliche Studierende, die auch noch nicht geimpft sind. Ich könnte mir vorstellen, dass man an der Universität, manche machen das jetzt glücklicherweise schon, dort ein Impfangebot offeriert, damit dann auch die Studierenden, so wie jetzt Schule, wieder in Präsenz stattfinden kann, weil die sind ja auch seit mehreren Semestern nicht mehr in der Universität gewesen. Also von daher denke ich, gibt es da viele Möglichkeiten, über die man nachdenken könnte. Und deswegen fand ich es so schlimm, dass man sagt, wir schließen die Impfzentren, hat aber gar keinen Plan, wie es weitergehen soll. Jetzt gab es eine Pressekonferenz des Ministers mit der Kassenärztlichen Vereinigung, dass die Ärzte das eben dann übernehmen sollen. Ich hätte mir gewünscht, dass man hat ja damals angefangen, erst wenige Impfzentren aufzubauen und dann. Ich hätte mir gewünscht, dass man den Rückbau vielleicht ähnlich macht, ein paar noch aufrechtzuerhalten, beziehungsweise die Logistik so da zu haben, falls noch eine weitere Welle kommt, falls wir ganz viele nachimpfen müssen, dass wir dann wieder die Möglichkeit haben, schnell und zügig die Kapazitäten, wenn sie benötigt werden, hochzufahren. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dass man länderübergreifende Impfungen macht? Ich sag mal, Hallenberg hat nach Korbach wesentlich näher als vielleicht nach Meschede oder so auch Düren oder Höxter oder Warburg, die also quasi dem Kreis auf dem Schoß sitzen, dass man da mit den Nachbarländern zu einer Übereinkunft kommt und sagt, wenn ihr das abbaut, bauen wir das auf oder ab. Das wäre natürlich sicherlich sinnvoll, aber das ging ja noch nicht mal landkreisübergreifend hier in Hessen. Also man muss ja sagen, der Landkreis Waldeck-Frankenberg war ein Vorzeigelandkreis. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat von Anfang an auf zentrale Orte gesetzt, ob das jetzt in Bad Arolsen oder auch beispielsweise im DGH in Röttenau war. Es gab überall, weil wir ein Flächenlandkreis sind, Möglichkeiten, sich impfen zu lassen. Und das war auch gut so, weil die Leute besser an die Orte ranfahren konnten. Also von daher, toi, 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 das hat hier super geklappt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal 200 Mails am Tag bekommen von Beschwerden vom ganzen Bundesland. Aus Waldeck-Frankenberg gab es nur ganz, ganz wenig Beschwerden. Aber beispielsweise waren unsere Lehrerinnen und Lehrer in Waldeck-Frankenberg alle komplett durchgeimpft. An den Bad Wildunger Schulen sind ja beispielsweise viele aus Kassel. Die Kasseler Lehrer haben bei mir Schlange gestanden und haben gesagt, warum sind alle unsere Kollegen geimpft, aber wir aus Kassel kommen, noch nicht. Selbes in Marburg. Und so gibt es ganz, ganz verschiedene Gruppen, die eben Probleme war zum Beispiel hatten. Auch ein Grund, warum in Allendorf oft die Zahlen hoch waren, weil die kamen aus dem Nachbarkreis.
Okay. Die Leute. Ja, also Hallenberg, wenn man dann bei einer Firma getestet wird und schwupps. Na? Auf jeden Fall, wie gesagt, hat der Landkreis das wirklich gut gemacht. Ja. Und selbst meine Kollegen im Landtag haben immer darauf verwiesen, guckt euch doch mal an, wie es funktionieren kann. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg. War also richtig. Auch relativ schnell Vollzug gemeldet. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg, wer gepennt hat, war dann die Landesregierung. Weil es gab und die Bund, es gab keine Impfstoffe, als das stand. Nochmal, trotzdem zurück jetzt. Querdenker, Impfgegner, politisch Unzufriedene am rechten Rand, wie immer. Da wird gemobbt, da wird geschimpft, da wird sexuell beleidigt, da wird unter der Gürtellinie beleidigt. Wie geht man als Abgeordneter damit um? Du hast bestimmt sicherlich auch diese entsprechenden netten Briefchen. Ja, das kommt ja nicht nur von rechts, das kommt, glaube ich, von überall Beleidigungen. Dann, wenn man sich kritisch äußert gegenüber der Landesregierung, dann mag das auch, mögen das auch die Kollegen von CDU und Grünen nicht hören. Damit muss man, glaube ich, klarkommen, wenn man in die Politik geht. Für mich ist einfach wichtig, immer sachorientierte Politik zu machen und vor allen Dingen, dass ich jeden Morgen in den Spiegel schauen kann und weiß, ich habe noch Rückgrat. Also das ist mir ganz wichtig, aber da denke ich manchmal auch, ich bin ja eine Quereinsteigerin. Ich bin ja noch gar nicht so lange politisch unterwegs. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in der Politik lande. Ja. Geplant war das nie. Ich ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber genau. Wie kommt die Jungfrau zum Kind? Schwupps. Ne? Genau. Nein, also es war so nie geplant. Also es war nicht, dass ich jemals gedacht habe, tatsächlich politisch agieren zu wollen. Im Gegenteil. Ich habe nach meinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Hier in Frankenberg gab es ja viele Aussiedler, die hergekommen sind. Ja. Und da gab es ein Jugendhaus vom Deutschen Roten Kreuz, was sich vor allen Dingen mit russlanddeutschen Kindern beschäftigt hat. Da war ich tätig und damals war der Magistrat bei uns. Es waren alles alte Herren übrigens. Und für die durfte ich dann Kaffee kochen quasi. Und als die weg waren, habe ich zu meiner damaligen Chefin gesagt, wie können solche Menschen Politik machen? Über junge Menschen urteilen und sagen, was für sie richtig ist. Ja. Und damals habe ich wirklich gesagt, dann will ich in die Politik gehen. Das war aber nur so ein Satz so dahergesagt. Ich hätte tatsächlich nie gedacht, ich habe gedacht, ich bleibe in meinem sozialen Bereich. Ich bin ja Diplompädagogin, dass ich da weitermache. Mir ist einfach wichtig, die Leute anzuhören, die Hinweise hier aus dem Landkreis mitzunehmen. Nicht nur aus dem Landkreis, sondern als gesundheitspolitische Sprecherin kriege ich ja von überall immer ganz viele Informationen und mich dann wirklich darum zu kümmern, dass sich die Situation vor Ort ein Stück weit verbessert. Und für den einen oder anderen kann man was tun, aber es sind natürlich immer dicke Bretter zu bohren, dass auch die Landesregierung sich bewegt. Ja, aber weil wir gerade hier bei Gesundheit sind, in der Stadt, in der die SPD bei der Kommunalwahl die größte Klatsche eingefahren hat, nämlich in Frankenau, sollte ein Gesundheitshaus entstehen. An sich eine gute Geschichte, aber nicht das neueste Konzept. In der DDR hieß das Polypraxis. Das gab es also auch schon mal im Westen, wurde dann wieder abgeschafft, Ärztehäuser. Gute Geschichte. Das Problem ist, wie kriege ich das voll? Ne? Wie kriege ich Ärztinnen, Ärzte aufs Land oder Belegärzte dahin? Zum Beispiel ein Gynäkologe, der einmal in der Woche Sprechstunde hält oder Hebammen, auch so ein schönes Thema, das sich ja immer sehr beschäftigt, nachdem die Versicherung für die Damen extrem teuer geworden ist. Warum gibt es eigentlich keine männlichen Hebammen? Oh, es gibt schon. Doch, Geburtshelfer. Genau, ja. Aber das ist ja auch so ein Thema. Inzwischen 5 Kandidaten in Frankenau fürs Bürgermeisteramt. Das wird schwer, ne? Da wieder Fuß zu fassen, wenn man so tief gesunken ist. Ne?
Naja, also die SPD ist ja trotzdem in Frankenau die stärkste Kraft. Nein, ist sie nicht. Das ist die FEG. Gleich auf. Ja. Natürlich hat sie Verluste gehabt, aber es ist natürlich bei dieser Kommunalwahl überall so im Kreis gewesen, dass überall sich neue Gruppierungen hochgepoppt sind. Also in Frankenau ist es so ein Ableger von den Grünen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die sich nennen. Grüne Liste, alles Grüne ehemalige Liste, freie Bürger oder die meisten freie Bürger Frankenau. Bei uns ist es hier, sind es die Freien Wähler. Ja. Also überall sind neue Gliederungen oder Parteien angetreten. Von daher muss man da natürlich schon nochmal differenzierter drauf schauen, wenn gleich. Du hast das Gesundheitszentrum angesprochen, beziehungsweise Ärztehaus. Das finde ich total wichtig, nicht nur in Frankenau, sondern generell für ländliche Regionen, weil man braucht gesundheitliche Versorgung. Mein Lieblingszitat ist von Schopenhauer, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja. Das sagt ganz viel aus und deswegen, Anspruch sollte es doch eigentlich sein, dass man gesund aufwächst, gesund leben und auch gesund altern kann. Dafür brauchen wir auch auf dem Land eben gute gesundheitliche Versorgung und solche medizinischen Versorgungszentren. Ja, aber das ist ja nicht das Thema. Wir haben ein super tolles Kreiskrankenhaus, das wirklich von einem Provinzkrankenhaus sich über die Jahrzehnte zu einer tollen Klinik entwickelt haben, Stadtkrankenhaus in Korbach, auch nicht viel schlechter, sondern ebenbürtig. Wie kriege ich aber aufs Land junge Ärztinnen, Ärzte, wie kriege ich einen Apotheker dazu, eine Apotheke oder eine Apothekerin dazu, eine Apotheke zu übernehmen und so weiter. Das ist doch das Problem. Genau. Frankenau als Beispiel nochmal. Die kleine Stadt am großen Wald, wie sie sich selber nennt, hat einen Kindergarten, hat eine Grundschule, hat Kultur im Umkreis von 30 Kilometern, hat eine Apotheke, hat zwei Allgemeinmediziner, Hausärzte, hat einen Zahnarzt und trotzdem ist keiner bereit, dahin zu gehen? Also das Problem haben wir ja überall in ganz Hessen und ich glaube einfach, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse total wichtig ist. Du hast zwar jetzt angesprochen, das und das gibt es alles und trotzdem denken viele Menschen, sie hätten im Ballungsgebiet mehr Infrastruktur. Ist ja auch so. Und deswegen glaube ich, muss man noch mal wenn gucken. Wenn ich 5 Dönerbuden statt einer haben will, okay, dann ist das so. Nein, aber ich glaube tatsächlich, das hat was mit Attraktivität des ländlichen Raumes zu tun. Und wir haben ja eigentlich, und das hast du schon genannt, einen attraktiven Lebensraum. Das müssen wir nur nach außen noch besser und stärker vertreten und Werbung machen, dass man hier sehr gut leben kann. Mhm. Ich glaube, gerade Corona hat auch gezeigt, dass viele raus aufs Land wollen. Wir hatten ja am Anfang ganz niedrige Inzidenzen. Das zeigt auch, dass wir hier nicht ganz so dicht aufeinander hängen. Ich glaube schon, dass viele und auch in meinem Bekanntenkreis kenne ich viele, die irgendwann aus dem Ballungsgebiet wieder zurückkommen und einfach schätzen können und schätzen wissen, welche Lebensqualität wir hier tatsächlich haben. Aber nochmal, liegt das nicht auch zum Teil, wenn man bedenkt, dass hier unsere Ärztinnen und Ärzte, die immer noch Hausbesuche machen, was also in der Großstadt schon gar nicht mehr geht und so weiter. Und dann kommt am Jahresende die Kassenärztliche Vereinigung und sagt, Edge, 125.000 Euro musst du zurückzahlen, weil... Genau, das ist ein riesengroßes Problem. Das ist doch ein Hohn gegenüber den engagierten Medizinern und den Patienten, genau. Das ist es. Also das ist auf jeden Fall. Wir haben mehrere Regresse bei Ärztinnen und Ärzten hier im ländlichen Raum. Die machen Hausbesuche und es gibt, die Kassenärztliche Vereinigung macht es so, die errechnet für ganz Hessen einen Durchschnitt. Und du hast es schon gesagt, in Frankfurt oder in Ballungsgebieten gibt es kaum bis gar keine Hausbesuche. Und wenn man das dann mischt und da einen Durchschnitt macht, dann kommen natürlich die viele Hausbesuche machen am Ende des Jahres schlecht weg und müssen dann das, was sie geleistet haben,
und für den Patienten da waren, dann zurückzahlen. Und das ist nicht fair. Abgesehen davon ist es ja so, dass wir bei den Medizinerinnen und Medizinern und auch den herangehenden Medizinerinnen 70% haben, die weiblich sind. Und die wollen, nicht nur die Frauen, sondern auch Männer, wollen natürlich immer mehr Beruf und Familie besser vereinbaren können. Das geht aber auf dem Land, auf einer Landpraxis geht das doch relativ gut. Naja, ich kann das Beispiel schon bringen, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man die Praxis gut organisiert, das machen unsere beiden Ärzte in Franken auch, die nehmen eine gewisse Anzahl Patienten und haben ihre Freizeit und können mit diesen etwas über 2000 Patienten, die sie beide betreuen, wunderbar leben. Also ist das eine Frage der Organisation, oder? Genau. Mit Sicherheit. Aber viele denken, ich bin dann von morgens bis abends auch samstags und sonntags ansprechbar, weil ich auf dem Dorf bin. Ja. So hat man sich ja früher immer den Landarzt vorgestellt. Ja, ja. So sieht man es auch im Fernsehen. Aber ich glaube einfach, das muss man einfach nochmal in den Fokus stellen, warum es hier toll ist zu arbeiten. Und man muss, glaube ich, die Ängste nehmen, den jungen Menschen vor einem solchen Job hier vor Ort. Aber ein schönes Stichwort, wollen dann auch, ja, Zeit ist knapp, Stunde ist gleich rum, junge Menschen. Der Kommunalrat hat eins gezeigt, du hast gesagt, sehr viele Wählergruppen, was ja einmal für die Demokratie nicht schlecht ist, zweitens oft, weil man mit der lokalen Politik nicht ganz einverstanden war. Das hat der Großvater schon so gemacht, dann wurde das durchgezogen. Aber sehr viele junge Menschen und auch die Kommunalpolitik ist schon weiblicher geworden. Ne? Sehr viele Junge, die sich da engagieren. Parteien fokussieren sich ja, wir müssen mehr für die Jugend tun. Nur das ist nicht der größte Wählerkreis. Ne? Nein. Der größte Wählerkreis sind so alte weiße Männer wie ich. Ne? Ja, obwohl ich finde, man darf das immer nicht so getrennt sehen. Also was ich gelernt habe, schon in Familienstadtzeiten, da haben wir ja auch von klein bis Senior alle Zielgruppen oder alle Bevölkerungsschichten im Blick gehabt. Und ich saß als junger Mensch im Seniorenbeirat, da haben immer alle sich kaputt gelacht. Genau. Und am Anfang, als ich in den Landtag gekommen bin, war ich unter anderem auch seniorenpolitische Sprecherin. Und wenn ich auf Seniorentagen war, haben die immer gesagt, warum sind Sie denn seniorenpolitische Sprecherin? Und dann habe ich auch immer gesagt, ich bin in Frankenberg auch im Seniorenbeirat Mitglied. Und ich finde, wenn wir für die Senioren eine gute Infrastruktur und Rahmenbedingungen schaffen, dann ist das auch eine gute oder sind das auch gute Rahmenbedingungen für junge Menschen? Ja. Also ich mach mal fest an unserem Kopfsteinpflaster. Also wenn da alte hier am Menschen. Obermarkt, wo man sich Nein, ich meine jetzt zum Beispiel in der Fußgängerzone. Ja, schön. Wenn da jetzt, kann man endlich laufen. Wenn da jetzt Senioren gut laufen gehen können, kann aber auch die Mutter mit Kinderwagen gut entlang flanieren. Und so, glaube ich, muss man das ein bisschen gesamtheitlicher sehen. Und natürlich ist es wichtig, auch die Jugend im Blick zu haben, weil wenn die alle weggehen, und wir und der Landkreis entleert wird, haben wir nichts gewonnen, sondern wir brauchen ja auch die jungen Menschen, die hier leben. Aber jetzt, wir kommen ja beide vom Dorf und fühlen uns eigentlich ja auf dem Land ganz wohl. Ja. Waren beide weg, ich war ja auch lange Jahre weg aus dem Kreis. War das nicht die Zeiten der Dorfkneipe, wo der Opa Karl und wo alle zusammengesessen haben, die Alten und die Jungen an der Theke politisiert haben, sich über Sport unterhalten haben, Gott weiß was, das sah dieser Austausch, das Zusammensein der Generationen, aber auch der Austausch Generationen auf dem Land früher viel, viel enger war und das auch durch den Verlust der ländlichen Kultur Dorfkneipe auch gelitten hat. Natürlich ist es so, dass die Dorfkneipen in vielen Orten fehlen und dass dadurch auch teilweise der Austausch fehlt. Deswegen ist es ja so wichtig, soziale Orte zu schaffen, um Austausch zu ermöglichen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch insgesamt eine Individualisierung und so ein bisschen mehr Ellenbogengesellschaft. Und da hoffe ich einfach, dass man irgendwann wieder mehr Solidarität lebt und gerade Corona zeigt ja, ich
kann mich schützen, aber dadurch schütze ich auch andere. Und ich hoffe einfach, dass wir uns irgendwann darauf zurückbesinnen, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind, sondern dass wir noch ganz viele andere Menschen haben, mit denen wir zusammenleben wollen, möchten, dass wir voneinander profitieren und ja, dass es nur fällt gemeinsam mir noch, geht. So ein schönes Schlusswort, aber eins fällt mir dann doch noch ein. Ja. Der Kindergarten in Leisa, ich weiß nicht, ob er es noch macht, hat mal eine Zeit lang Folgendes gemacht. Wir haben auf dem Dorf natürlich auch sehr viel Single-Opas und Omas, also verwitwete Ältere, die alleine leben. Die haben dann das Mittagessen im Kindergarten gemeinsam mit Senioren aus dem Dorf die Kindergarten Idee. Genommen. Wäre das nicht auch mal was, wo man sagt, eben genau eine super Idee, dass man sowas hessenweit eigentlich als Modell fördert? Also sowas finde ich super, egal ob das jetzt gemeinsames Essen ist oder zum Beispiel gemeinsam Äpfel sammeln und gemeinsam Kompott machen oder Kuchen backen. Mir fällt da ein, das Familienstadtprojekt, also wo ich ja so ein bisschen Ideen einbringen konnte. Wir haben zum Beispiel Leseomas und Leseopas gehabt, die sind in Kitas gegangen, da gab es den Austausch. Wir haben sogar Ersatzomis und Ersatzopis gehabt, weil ja viele der Kinder mit Enkeln gar nicht mehr hier in Frankenberg wohnen, aber andere sehr wohl hier sind und vielleicht Oma und Opa nicht mehr haben. So haben wir versucht, immer generationsübergreifend zusammenzuführen. Wird vielleicht auch, wenn die Stadtbücherei ins Bahnhofsgebäude umzieht, mit ganz anderen Zugängen. Ich meine, das Steinhaus ist schön, aber natürlich nicht barrierefrei. Was ganz anders. Ja, Daniela, erstmal vielen Dank. Ja, nicht dafür, gerne. Für unser Sommergespräch. Ja, jetzt scheint die Sonne auch wieder. Ja, jetzt ist Sommer. Hier ist der Sommer. Ja, ja, mit mir hast du immer ein Sommergespräch. Ja. Wo siehst du im Moment starten dann deine Touren? Bad Wildungen ist die erste mit Kirchen und Klöstern. Genau. Und dann folgen noch ein paar andere. Wir haben ja so ein paar kleine Highlights hier im Kreis. Nicht nur das Kloster Haina oder St. Georgsberg, sondern auch Klosterruinen, von denen kaum jemand etwas weiß. Ne? Mhm. Gottelsheim zum Beispiel, aber ist ja nicht so, doch inzwischen dein Beritt, ne? Früher mal nicht, inzwischen ja. Ne? Aber in Gottelsheim waren wir schon, Gottelsheim hatten wir Kloster Scharken schon mal besucht, deswegen ist das dieses Mal bei der Tour nicht dabei. Ja, aber ist inzwischen ein Beritt von der Änderung des Wahlkreises her, da so ein bisschen im Waldeckschen Wildern. aber macht die Claudia auch, mit der verstehst du dich teilweise ganz gut, ne? Claudia Ravensburg. Also ganz ernsthaft, wir sind halt Abgeordnete aus dem ländlichen Raum und manchmal haben der ein oder andere Abgeordnete oder hat man das Gefühl, dass hinter Wiesbaden oder Frankfurt Hessen aufhört. Ja. Deswegen muss man schon in gewissen Sachen gut zusammenarbeiten, um die Gelder dann natürlich auch für den ländlichen Raum zu organisieren. Ja. Und das machen wir sehr wohl. Abgesehen davon arbeiten wir gut zusammen in unserer Koalition hier im Landkreis. Ja, also mit dem Gefühl täusche ich nicht. Das war, ist aber schon seit Gründung von Hessen so, dass Hessen für die Landesregierung kurz hinter Wiesbaden aufhört und dann nochmal am Ortsschild in Kassel anfängt und dazwischen gibt es auch irgendwas. Genau, und deswegen ist es so wichtig für den Also hat sich das in den 70 Jahren Hessen überhaupt nicht geändert? Naja, wenig. Es gibt zwar Sommerbereisung und Bescheidübergaben, aber das ist sehr selten. Ne? Und das ist aber das Geld, das man den Leuten vorher aus der Tasche gezogen hat, das wird wieder zurückgegeben. Genau. Also. Schön, dass du das sagst und ich das nicht sagen muss. Es wird schöner. Aber ihr hättet es ja auch nicht anders gemacht, wenn ihr in der Regierung wärt. Also. Wer weiß. sind die Umschläge wahrscheinlich in Rot und nicht in Weiß. Ja. Vielen Dank, Daniela. Viel Glück. Was wird sein? Wer wird Landrat? Natürlich Dr. Kubert. Ne? Ja, der Landrat aus Leidenschaft. Den werde ich am Freitag zum Sommergespräch haben. Sehr schön. Vielen Dank.